Wir wussten nach den Ergebnissen, die gestern und heute in der Bundesliga passiert sind, dass es heute keine Entscheidung geben wird nach dem Spiel, aber dass es eine Richtung geben wird. Wir wussten, dass wir heute einen großen Schritt machen konnten in der Tabelle, wussten aber auch, dass wir dafür kleine Schritte brauchen auf dem Platz. Und das hat ganz gut geklappt, aber hatten ein ganz großes Problem. Ich habe jetzt irgendwo eine Statistik gelesen, dass es 112 Fehlpässe gab von uns und gefühlt waren davon 110 in der ersten Halbzeit. Jaden hat sich jetzt belohnt, das ist jetzt das dritte Pflichtspiel in Folge, wo er trifft und einen Assist hat. Marco heute auch mit zwei Assists. Das ist super, das ist schön, darüber freuen wir uns. Das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir die Tore geschossen haben. Aber wie sie halt auch gearbeitet haben, wie sie zurückgefunden haben in dieses Spiel, wie sie dann halt für die Mannschaft alles gegeben hatten, dafür, das ist genauso wichtig und da wollen wir ansetzen. Aber nochmals, die beiden haben es heute super gemacht, genauso wie alle anderen auch. Ja, Erling, den kannst du schon verteidigen, aber nicht, wenn die Spieler drumherum Platz haben oder er dann so 1-gegen-4 Situationen löst. Natürlich ist es ein außergewöhnlich guter Stürmer, deswegen wollten wir ihn auch. Dortmund hat ihn bekommen. Ich glaube jetzt 25 Bundesligaspiele, 25 Tore. Irgendwie sowas habe ich gerade nur am Ball vorbeifliegen gesehen. Das ist natürlich außergewöhnlich, unfassbare Quote. Sorgen mache ich mir keine. Wir haben gewusst, dass das Programm nach Weihnachten, was die Hinrunde noch angeht, natürlich schon ambitioniert ist. Jetzt haben wir zwei, wie ich gesagt, noch sehr schwere Spiele, weil die beiden Teams einfach gut im Run sind und auch körperlich unglaublich schwer zu verteidigen sind. Und da muss man sehr, sehr stark dagegen halten. Aber ich habe jetzt keine Sorge. Ja, wir versuchen das, wie ich gesagt habe, einen Tick besser zu machen über den Großteil der Spielzeit als bis heute, über die 90 Minuten geschafft haben.